Guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Vorlesung im Wintersemester. Für die meisten von Ihnen ist es wahrscheinlich das erste Semester. Sie möchte ich besonders begrüßen und Ihnen viel Erfolg wünschen. Die Vorlesung trägt den Titel Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft. Seit dem letzten Wintersemester gibt es für alle Philologien gemeinsame Einführungsvorlesungen in die Sprach- und Literaturwissenschaft. Ob Sie nun Germanistik, Romanistik, Anglistik oder eine andere Philologie studieren, hier sind Sie richtig. Sie wissen hoffentlich schon, dass entgegen der Ankündigung die Vorlesung in diesem Semester Montag und Mittwoch morgens stattfindet und ausnahmsweise 3 Stunden hat. Das ist so, weil ich ab Mitte Februar einen Forschungsauftrag übernommen habe und dann nicht mehr in Deutschland bin. Deshalb wird die Abschlussklausur natürlich auch entsprechend früher sein, voraussichtlich Mitte Januar, spätestens aber Ende Januar, damit ich sie Anfang Februar noch korrigieren kann. Bevor ich anfange, bekommen Sie jetzt noch ein paar Kopien. Ich sage es Ihnen gleich, es gibt keine der gesamten Vorlesung. Sie bekommen aber eine über den Inhalt der Vorlesung und eine Literaturliste. Teil A der Liste umfasst Werke zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Unter B finden Sie Einführungen in die Sprachwissenschaft und in Teil C habe ich Ihnen die wichtigsten Einführungen zusammengestellt. Die fettgedruckten Titel in A und B sollten Sie auf jeden Fall gründlich durcharbeiten. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Studienreise in die Mongolei teil und besuchen dazu eine Informationsveranstaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten vorbereitenden Treffen. Mein Name ist Johanna Hild und ich begleite Sie durch die erste Hälfte des Abends. In diesem Teil erhalten Sie hoffentlich interessante Informationen über die Mongolei, über ihre Geschichte, das Land und die Menschen. Bevor ich anfange, möchte ich aber noch sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass unser Angebot einen so großen Zuspruch findet. Eine Rundreise durch die Mongolei anzubieten, war ein gewisses Risiko. Umso mehr freuen wir uns, dass bereits alle 25 Plätze belegt sind und es bereits eine Warteliste gibt. Wie wir Ihnen schon in der Einladung zu dem heutigen Abend mitgeteilt haben, wird die Reise also in jedem Fall stattfinden können.
Freuen Sie sich also auf Ihre 16-tägige Rundreise durch ein großes und großartiges Land. Nach meinem Vortrag gibt es eine kurze Pause, in der Sie sich gerne an unserem kleinen Buffet bedienen dürfen. Danach wird Ihr Reiseleiter, Herr Timur Haspatin, alles Wichtige, was Sie vor Beginn der Reise erledigen müssen, mit Ihnen besprechen und Ihnen einen ersten allgemeinen Überblick über den Ablauf der Reise geben. Herr Haspatin kam vor 12 Jahren nach Deutschland und die Liebe wollte es, dass er hier blieb. Er hat schon viele Gruppen durch die Mongolei begleitet und verbringt dort mit seiner Familie 3 Monate im Jahr. Sie haben auf Ihrem Platz eine Mappe gefunden, in der wir für Sie die wichtigsten Informationen des heutigen Abends und der beiden folgenden zusammengestellt haben, sowie alles, was zur Organisation der Reise gehört. Herr Haspatin wird diesen Teil, wie bereits gesagt, ausführlich mit Ihnen besprechen. Ich möchte Sie aber trotzdem bitten, die Mappe bis zum nächsten Treffen noch einmal genau durchzulesen, damit eventuelle Fragen und Unsicherheiten noch rechtzeitig besprochen und geklärt werden können. Ich hoffe, Sie haben Verständnis für die relativ aufwendige Vorbereitung, aber Sie werden sehen, dass sie für einen gelungenen Aufenthalt in der Mongolei nötig ist. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst kurz etwas über die Geschichte der Mongolei erzählen. Sie finden in Ihrer Mappe ein Blatt mit den wichtigsten Daten dazu, sowie eine kleine Literaturliste, falls Sie sich genauer mit diesem Thema befassen möchten. In dieser Liste finden Sie auch die meiner Meinung nach besten Reiseführer. Etwas mehr und ausführlicher möchte ich auf Kultur, Land und Leute eingehen, denn ich habe dort 5 Jahre gelebt und hoffe, Ihnen mit meiner Erfahrung helfen zu können. Diesen Teil finden Sie in der Mappe auf den Seiten 5 und 6 unter Tipps. Die Menschen in der Mongolei sind ausgesprochen gastfreundlich. Aber Sie wissen ja, andere Länder, andere Sitten. Ein paar Dinge im Umgang mit den Menschen sollten Sie beherzigen. Natürlich können Sie gerne nach meinem Vortrag noch Fragen stellen. Zur Geschichte. Die Mongolei ist ein Landstrich.